So, jetzt zum Ort. Was ist zu klären über den Ort, wo wir den Spaziergang durchführen? Ist der Weg dorthin öffentlich? Wir als Trainerinnen haben alle so ein bisschen das Thema mit, wo dürfen wir eigentlich überhaupt trainieren? Wo kann man uns nicht wegjagen? Wo stören wir die Öffentlichkeit nicht? Wo können wir uns keinen Ärger einholen? Das ist ziemlich wichtig, dass man das klärt, weil nichts ist schlimmer, als wenn man in der Gruppe während eines Unterrichts mit Leuten dasteht und von irgendwelchen inoffiziellen oder offiziellen Leuten verjagt wird oder in den Senkel gestellt wird oder was auch immer. Das heißt, klären, ob der Weg dorthin öffentlich ist. Ich bin ein sehr gebranntes Kind in der Hinsicht. Ist dort auch offizieller Parkplatz vorhanden? Dürfen da Autos überhaupt stehen? Wenn da ein Parkplatz vorhanden ist, erkundet man sich erstmal, wie der aussieht. Sind da Essensreste, sind da Scherben, sind da Hinterlassenschaften von Menschen und Hunden und was auch immer. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man da auch erstmal ein bisschen Informationen sammelt und darf man da auch parken, ist wichtig. Ist dort in der Regel viel Gassiverkehr? Das ist in der Regel nicht schlimm, weil man kann auch da dran üben, aber man muss es halt wissen. Das heißt auch, dass an solchen Stellen zum Beispiel Begegnungen mit und ohne Leine stattfinden können, also von fremden Hunden, die auf einen zulaufen, oder auch, dass der Weg sehr verschmutzt ist von den anderen Hunden. Kommt ein bisschen drauf an, wie die Gemeinde das dort handhabt. Wie viele sonstige Auslöser sind da oder welche? Pferde, Schafe, Wild, eine Baustelle mit viel Lärm, viel Treckerverkehr etc. Das sind alles so Sachen, die man für diese Strecke erstmal klären sollte und auch bewusst einführen sollte in den Spaziergang oder eben auch nicht, je nachdem, wie die Gruppe zusammengestellt ist. Dann ist auch zu klären, die Wiesen, an denen man entlangläuft, sind die privat? Meistens ist das so. Ich lasse die Hunde nicht durch die Wiesen laufen, auch nicht an langer Leine. Wir sind ja alle angeleint. Aber ich sehe zu, dass die höchstens auf den Wiesenrand von einem Meter laufen. Mir wurden auch schon Sachen erzählt, oder berichtet, dass wenn die Hunde 2 Meter in der Wiese laufen, dass man da dann schon Ärger bekommen kann. Das heißt, versucht so schonend wie möglich mit dem Umfeld umzugehen. Auch der Wald, da sollte man ungefähr wissen, wem der Wald gehört, erkundigen und wenn notwendig Erlaubnis erbitten. Ganz arg wichtig. Ist es ein jagdlich genutztes Gebiet? Das gilt dann, dafür gilt das Gleiche wie vorher. Ist es wildreich? Da ist es einfach wichtig zu wissen, mit wem ich da reingehe. Gibt es viele sonstige Verkehrsteilnehmer? Man kann es erstmal meiden oder man kann es auch zum Zweck des Walks machen. Also man kann im Grunde genommen mit allem etwas anfangen oder eben es unterlassen. Man muss es nur wissen, was man vorhat. Das ist eben die Planung. Ich glaube, da kommt eine Frage. Darf ich kurz gucken? Ich kriege die Frage, wie handhabst du das bei Wäldern? Wo bekomme ich die Infos zu Wäldern? Das ist eine gute Frage. Ich rufe bei der Gemeinde an. Die wissen das in der Regel, fragt mich jetzt nicht, welche Abteilung, aber da kann man sich durchfragen. Und die wissen genau, welche Jäger welche Teile von der Landschaft gepächtet haben. Das können die einem sagen. Und dann ist es gut, es sowohl beim Jäger zu fragen, wenn das jetzt öffentlicher Wald ist, dann hat man dann auch mal da schon gesagt, kann ich mich da bewegen mit einer Gruppe? Und dann werden die auch noch sagen, ja, aber es wird bejagt und dann sollte man kurz mit dem Jäger sprechen. Wenn man mit dem Jäger spricht, ist es eine Glückssache. Entweder ist es jemand, der offen ist und relativ tolerant. Und wenn der hört, wir gehen da ausschließlich mit Hunden, die an der Leine sind und die ruhig sind, die nicht ständig bellen oder so, dann haben die in der Regel kein Problem damit. Wenn sie mit allem ein Problem haben, werden sie auch damit ein Problem haben. Aber erkundigt euch ein bisschen und schaut zu, dass ihr keine
Überraschungen haben. Es wird immer noch passieren, dass der Jäger vorbeifährt und sagt, bitte alle anleinen, wenn alle Hunde angeleint sind. Das wird es immer geben, das wissen wir. Aber einfach versuchen, nett zu bleiben, vorbereitet zu sein, weil gerade mit der Gruppe hinter sich kann man da keine großen Diskussionen anfangen. Das geht nicht. Okay? Dankeschön. So, jetzt kommen wir zu den Vorkenntnissen. Was müssen die Hunde können? Wer kann daran teilnehmen? Was muss er können, wenn er daran teilnehmen will? Ich würde es anfangs nicht zu anspruchsvoll machen, denn Social Walks sind Lernerfahrungen an sich. Das heißt, das Ding ist zum Üben da. Wenn die Hunde bestimmte Eckdaten können, dann sind sie auch eigentlich in der Lage, an so einem Social Walk teilzunehmen. Was bei mir die Voraussetzung ist, ist, dass sie eine Reihe von Einzeltrainings bei mir nehmen. In der Regel reicht ein Abo von 5 Einzeltrainings, das reicht. Idealerweise, ich mache es ein bisschen vom Hund abhängig, idealerweise haben sie ein bisschen an den Begegnungstrainings teilgenommen. Bei mir sind das die Debattrainings. Die gibt es in mehreren Formen. Entweder Hund mit Hund oder es wird spazieren gegangen mit 2 Hunden oder es wird zum Beispiel ein bisschen Bodenarbeit gemacht mit 2 Hunden. Aber dass sie zumindest schon mal gearbeitet haben mit einem oder mehreren anderen Hunden in der Gruppe. Und dann können sie im Grunde genommen auch an den Social Walks teilnehmen. Wenn Sie jetzt noch nicht in Gruppen gearbeitet haben, reicht ein paar BAT-Trainings oder Begegnungstrainings, um zu wissen, wie die Leute sich verhalten müssen, wenn der Hund quasi in der Nähe von einem anderen Hund sich bewegt. Das ist etwas, was wichtig ist.